Entschuldigung, Leute, tut mir echt leid, aber ihr, wenn Sie glauben, der Virus hätte auch mich erfasst. Also, jeder, so habe ich mal gelesen gehabt, kriegt irgendwann mal ein Virus und der Virus ist bei mir angekommen und das war brutal. Bianca und ich sind morgens aufgewacht und das war ein ganz komisches Gefühl. Es war also so, dass die ganze Haut irgendwie gekribbelt hat und der Geschmackssinn, das war also nicht so, dass man nichts geschmeckt hat, aber es war so, dass es, wenn man was gegessen habe, so eine richtige Explosion war im Mund. Und dann haben wir lange überlegt, was man machen solle. Sollen wir zum Doktor gehen, sollen wir Test machen? Und wir waren echt wegen so uneinig. Und dann haben wir uns entschieden, wir gehen nach Breisach zum Dr. Krohm, das ist unser Hausarzt. Und der da ist dann hingegangen, hat dann verschiedene Abstriche gemacht. Und er hat schon komisch geschaut, muss ich echt sagen, da war er verwundert, hat nochmal einen Abstrich gemacht und hat dann aufs Ergebnis geschaut. Und irgendwie habe auch nicht gewusst, was ich jetzt sagen soll, aber dann ist er hingegangen an seine Schublade, hat dann so eine Wattestäbe rausgeholt und gesagt, jetzt gibt es noch den dritten Test, wo er machen muss. Und er hofft dann, dass das Ergebnis letztendlich negativ ist. Und dann ist er hingegangen und er sagt, das geht nicht in die Nase rein, sondern das muss man auch nicht in den Mund machen, sondern irgendwo in dem Bereich, ich glaube, da haben wir so spezielle Drüse und da muss er so dranheben. Und den Test hat er dann gemacht und das war dann schon erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, er hat uns dann gesagt, dass wir eine spezielle Virus haben. Der Virus ist noch nicht so bekannt und hätte es dann auch im Gesundheitsamt melden müssen. Das war sehr, sehr, sehr erschreckend. Ja, und dann ging eins nach dem anderen. Wir haben dann die Meldung bekommen, dass wir nochmal einen Test machen müssen in Freiburg beim Gesundheitsamt. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann haben wir auf jeden Fall die Anweisung bekommen, dass wir den Bekannten und Freunden, die wir engere Kontakt gehabt haben, Kontakt aufnehmen müssen. Die müssen alle in Quarantäne. Das war der Dino, das war die Silvia, der Chucky und die Lona. Und dann haben wir gesagt, okay, gehen wir in Quarantäne. Aber das Schlimme, und ich muss echt sagen, das ist echt erschreckend gewesen, der Auftrag war der, dass wir in Quarantäne müssen, irgendwo auf eine einsame Insel, hätten sie gemeint, weil der Virus wäre so extrem, das wäre eine Bedrohung für die Menschheit. Und ich habe gedacht, Spinnen, was ist jetzt auf einmal los? Also, das ist echt kein Scheiß, Leute. Ich meine, macht todernst. Also war der Auftrag, wo gehen wir hin? Also, alle ins Auto rein, mir losgefahren und sind dann auf die Insel Sizilien, da sind wir jetzt gerade und sitzen jetzt hier in Quarantäne. Und dann haben wir den Anruf bekommen vom Gesundheitsamt, dass der Virus eine ganz neue Art von Virus ist. Also nicht der Omikron, wo man immer liest oder hört im Fernsehen, sondern der Virus ist der, wie heißt er nochmal? Wie wird das nochmal genau gesagt? Das ist der Glücksvirus. Also ich und meine Freunde sind alle befallen von irgendeinem Glücksvirus. Und die Nebenwirkungen, wo daraus entstehen können, die zeige ich euch jetzt. Ja, wie ihr seht, sind hier alle von dem Glücksvirus angesteckt. Jetzt wünschen wir auch erstmal alles, alles Liebe und Gute zum neuen Jahr 2022. Mit ganz viel Gesundheit, Zufriedenheit, vielen glücklichen Momenten. Genießt die Zeit mit euren Lieben und freut euch des Lebens. Und wir hoffen, dass wir euch anstecken können mit unserem Virus und dass wir uns bald wieder mal sehen. Also alles Gute an euch, bis bald, macht's gut, ein gutes neues Jahr. Auguri! Auguri! Auguri.